Einen wunderschönen guten Morgen, Traderinnen und Trader, und willkommen zum Blick in die Märkte am Donnerstag. Wir sehen es im Hintergrund. Das Thema oder eines der Themen heute: die Ölpreise schnappen von den Tiefs zurück. Wo ist das Steigerungspotenzial? Das heißt, wir gucken einfach mal in die Korrektur hier hinein. Euro, Schweizer Franken und US-Dollar, kanadischer Dollar auch noch in den Handelsideen und natürlich mit dem Blick in die Märkte. Na, was gibt's hier? Freilich Fragemöglichkeiten. Das heißt, wer Lust hat, den ein oder anderen Wunschmarkt oder Chart analysieren zu lassen, bitte einfach rein in die Chats auf GoToWebinar und auch auf Facebook, und dann können wir ganz in aller Ruhe diese Charts auch mit besprechen. Bevor wir ins Webinar reingehen, beziehungsweise uns die Charts anschauen und die Handelsideen besprechen, natürlich der Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und an dieser Stelle auch einen ganz, ganz herzlichen Dank für die guten Morgengrüße. Und wir schauen danach gleich auf die Nachrichten. Heißt hier, guckt aus der Welt der Wirtschaft, was kommt. Nicht ganz so gute Nachrichten kamen mit Blick auf den Auftragseingang der Industrie im Dezember. So what, minus 2,1, den DAX juckt es nicht, er steigt weiter. Schön im Plus heute Morgen auch, das ist quasi alter Kram. Wir müssen schauen, was in der Zukunft passiert. Und die letzten Wirtschaftszahlen, die wir hier bekommen haben, die Indikatoren, die zeigen doch, dass die deutsche Wirtschaft so ein bisschen positiver in die Zukunft schaut. Das Einzige, wo wir momentan so ein bisschen aufpassen müssen, ist das Thema mit dem Coronavirus. Ich weiß, der ein oder andere kann das Ding nicht mehr hören, weil wir sehen, der Markt macht momentan einfach nichts draus. Der stellt das Thema einfach hinten an zurück. Aber eine Kleinigkeit sollten wir doch haben. Wenn wir beispielsweise mal auf Aktien aus dem deutschen Markt wie eine Adidas schauen oder auch eine Nike aus dem US-Markt, da müssen wir einfach mal sehen, die haben so ein bisschen Warnungen ausgesprochen, dass die Produktionsstopps in Asien, also gerade hier in China, die haben in der Ecke, wo es dort gerade der Brandherd ist, einige Produktionsstätten, die sagen, wir müssen länger schließen, und das könnte sich negativ auf unsere Bilanz auswirken. Das muss man einfach ein bisschen sehen, was dann am Ende wird. Vielleicht ist es nur ein bisschen zu vorsichtig. Das könnte dann am Ende so ein bisschen auf die Indizes drücken. Aber ansonsten, wie schon gesagt, der Markt läuft momentan straight up. Das heißt hier, die Indizes gehen über solche Nachrichten einfach hinweg. Was kriegen wir heute? Wir sehen es hier seitens der EZB. Frau Lagarde spricht mal wieder. Euro ist ja auch schön nach unten gekommen, unter die Marke von 1,10 auch durchgebrochen. 10 Uhr bekommen wir dann den Monatsbericht der EZB. 11 Uhr dann eine Wirtschaftsprognose hier für die Eurozone und um 14.30 Uhr aus den USA. Dann Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft. Morgen dann ja auch die Non-Farm Payrolls. Das ganze Thema hier heute, wie gesagt, um 14.30 Uhr in den Märkten. Da können wir einfach mal schauen, was draußen gemacht wird. Momentan, wie schon gesagt, alles grün bei den Indizes. Die Indizes schauen wir uns morgen wieder im Detail an. Und hier an dieser Stelle vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis. Ich habe vor kurzem die ein oder andere Frage bekommen: wie gehe ich denn mit Stops in diesen Marktsituationen um? Was mache ich? Wo ziehe ich nach? Wie traile ich Stops? Und so weiter und so fort. Und da habe ich mich entschieden, ich werde jetzt, sagen wir morgen mal anfangen, im edukativen Teil ein bisschen was über das Thema Stop-Management zu besprechen. Das machen wir dann morgen ganz in aller Ruhe, nachdem wir die Märkte hier mit besprochen haben. Wieder so ein kleines bisschen Education, was jetzt in dieser Phase auch wichtig ist und wie man entsprechend mit Stops umgehen kann, beziehungsweise welche Stopparten man sich auswählt für den eigenen Handelsstil an dieser Stelle. Also das hier morgen, kleine Vorausschau, aber jetzt ist genug mit Vorausschau. Jetzt gucken wir uns die Märkte hier an dieser Stelle an. Ich bekomme auch gerade noch einen Wunschmarkt, Euro, US-Dollar, wenn noch Zeit ist. Wenn wir die Zeit haben, mache ich das wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Hier sehen wir jetzt gerade Euro, Austral-Dollar. Ah, das ist einfach eine schicke Situation, die hier gerade entsteht. Ist jetzt neben der Liste, also neben dem,
was ich entsprechend hier schon mit avisiert hatte. Ich mache gerade mal eben noch den Bildschirm groß hier auf dem Facebook-Stream, damit man es besser erkennen kann. Aber im Euro-Austral-Dollar passiert gerade was sehr, sehr, sehr Schönes. Hier an dieser Stelle kommen wir oder sind wir schön runtergekommen. Hier, ich hatte ja mal diese große Schulterkopf-Schulterformation auf der Woche entsprechend auch dargestellt. Hier hatten wir schön den Break oben raus und der Markt lief hoch bis in wichtige Widerstände rein. Hier, guckt euch das mal an. Dieser Bereich hier oben war einfach zu heikel. Jetzt haben wir den Schub nach unten und jetzt bildet sich hier untergeordnet eine Umkehrsituation. Das wird vielleicht heute schon, aber vielleicht nehme ich es morgen mit rein, wenn sich tatsächlich hier Setups entwickeln sollten. Das bleibt echt sehr, sehr, sehr interessant. Das hier mal kurz nebenbei, damit die, die hier auch live zuschauen, auch mal so ein bisschen drehen können. Was hat denn der Seidel immer mal so auf dem Schirm für die Trades, die hier in den, ja, sag ich mal, morgendlichen Newsflow mit reinkommen. Schalten wir mal um, gehen wir mal rüber. Wir starten mal hier mit dem Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar. Kurzer Augenblick, hier muss ich einfach nur mal umschalten. Da haben wir ihn und wir sehen hier etwas, ach, Feines. Leute, ich sag euch, ich liebe solche Situationen wie hier, wo wir einfach in Trend sind und der Markt sich schon den ganzen Trend lang so verhält, wie es sich verhalten hat. Wie hat der Markt sich hier verhalten? Wir sehen es. Wir haben Bewegung gehabt, wir haben tiefe Korrekturen gehabt, wir haben Bewegung gehabt, wo unten ein Stück weit rauskam und dann tiefe Korrektur. Bewegung, wo unten ein Stück weit rauskam und dann tiefe Korrektur. Innerhalb der Korrekturen immer schöne Trends gehabt. Hier auch getrendet, oben immer feine Umkehrmuster. Und jetzt schaut euch das Ganze mal an. Ich habe hier drinnen, gerade hier vom MTON, die Trenderkennung, ich habe mal hier den Higher Time Frame rein gemacht, also das ist sozusagen das, was wir hier jetzt sehen, das ist das, was aus der Woche kommt und die Trends des Tages haben wir hier und schaut euch das mal an, je tiefer die Korrektur läuft, ja, je größer ist das, was wir bis unten hin verdienen können. Und wenn wir tatsächlich hier oben eine Umkehrformation bekommen, ne, wir sehen ja gerade momentan so ein bisschen, der Deckel ist drauf bei 1,33 hier oben um diesen Bereich. Da will der Markt nicht so richtig mehr drauf. Wenn wir hier eine Umkehrformation bekommen, das heißt, wir hier unten drunter laufen, unter diese Tiefs, ja, ich markiere das mal eben ganz kurz hier. Also wenn wir hier unten drunter laufen, dieser Bereich, dann haben wir hier eine Umkehrformation, ähnlich wie wir das hier drüben gehabt haben, dann trendet die Stunde wieder nach unten und dann können wir schick die Stunde hier als Bewegung unten rein traden und wir haben einiges an Anlaufpotenzial im Kurzfristbereich. Da gucken wir mal ganz kurz in die Stunde rein. Schaut es euch an. Hier ist die Topbildung momentan. Ich mache mal kurz den Lower Time Frame auch mit an. Da sehen wir es hier immer wieder. Der Markt trendet so ein bisschen runter, läuft hoch, schiebt nach unten, läuft hoch. Wir müssen mal sehen, was daraus wird. Aber interessant wird es tatsächlich, wenn wir dann hier unten drunter durchlaufen. Weil was wir dann haben, haben wir in dem Moment als schöne Umkehrsituation. Ich muss mal ganz kurz hier. Mensch, ist ein Gewohnheitstier, das stört mich, dass das verrutscht ist. Also, Entschuldigung dafür, aber ist halt so. Guckt mal hier, wenn wir dann das bekommen hier unten rein, na, ich mache das mal ein bisschen so, dass man das schöner sehen kann, hier oben rauf kein neues Hoch gemacht, ne, sondern ein tieferes Hoch. Und wenn wir jetzt nach unten durchbrechen, dann haben wir eine schöne bestätigte Umkehrformation. Und das ist das, was uns die Initialzündung geben kann für den Weg nach unten. Jetzt mache ich mal die Lower Frame Time Erkennung raus und wir gucken mal hier unten rein. Also hier, wenn hier tatsächlich der Abwärtstrend entsteht, erstes Anlauflevel, hier so ein bisschen der Drehbereich um die 1,32, 32. Das ist der Bereich, den wir im Tag gesehen haben, also hier unten, das Tagestief, wo hier diese starke Dynamik oben raufgesetzt hat. Und wenn die wieder abverkauft wird, ist das schon mal ein interessantes Zeichen. Ja? Und wenn wir uns dann den Stundentrend mal weiter anschauen, wie er schön verlaufen ist, dann können wir halt auch sehen, wo sind interessante, wichtige Anlaufmarker. Und hier habe ich mal ein paar rausgenommen. Hier haben wir einen schönen Schwungbereich gehabt, um die 1,31,2. Dann hier unten in diesem Bereich um die 1,30,3. Da haben wir einiges, was nach unten gehen kann. Und das ist doch in meinen Augen eine feine Geschichte. Also, wenn hier eine Umkehr kommt, definitiv eine gute Chance, hier im Verhalten des aktuellen Tagestrends ein ganzes Stück nach unten mitzunehmen. Das ist das eine. Wir müssen natürlich an dieser Stelle aber auch die Oberkante mit drauf haben, ne? Also diese ganzen, sag ich mal, Planungen, die ich gerade auch erläutert habe, die kommen schon ein bisschen zur Seite, wenn wir hier oben drüber laufen, über die 1,33. Da ist dieses Bild schon mal weg, weil die Schwäche, die jetzt momentan da ist, ist dann wieder weggerutscht. Und dann haben wir schon die Gefahr, dass wir doch hier oben drüber laufen. Sollten wir hier oben drüber laufen, haben wir auf der Oberseite auch noch ein paar Anlaufpunkte. Na, und da können wir uns hier oben diese Schwungbereiche mal rausnehmen.
Kurzen Augenblick, ich mache das mal kurz in Rot hier. So, also hier diese Schwungbereiche, die wir hier oben drauf haben, also hier ganz knapp die 1,335,5 und da oben dran das Hoch bei 1,338. Diese Marke haben wir oben drauf. Da ist es noch nicht so weit, ja? Die Situation, die wir hier haben, ist noch eine ganz andere. Ich möchte es hier nur mal vorausnehmen, weil ich ja nicht weiß, wie hier jeder tickt. Und man kann ja auch genauso gut sagen, gut, dieser Trend, der hier jetzt da ist, ich mache mal den Lower Time Frame rein, also hier, der sich hier nach oben schwingt, der kann sich ja durchaus weiter nach oben fortsetzen. Ja, kann er. Und wenn wir hier oben drüber gehen, setzt er sich auch fort. Und dann wird es spannend zu sehen, was hier oben passiert. Und deswegen für die kurzfristigen Trader ist diese Linie hier oben, dieser Top-Bereich, ein interessanter Bereich an dieser Stelle. Das zum US-Dollar-Kandollar. Und damit switchen wir rüber zum Euro-Schweizer-Franken. So, den Euro-Schweizer-Franken, ja, den sehen wir jetzt hier momentan im Tageschart. Ich bin allerdings in der Analyse auf einen ganz, ganz anderen Punkt aufmerksam geworden. Und zwar hier, ich mache mal kurz die Woche rein. Ich habe ja schon oft gesagt, ich gucke mir gerne unterschiedliche Zeitrahmen an. Euro-Schweizer-Franken begleiten wir ja hier auch schon eine ganze, ganze Weile auf der Unterseite mittlerweile mit. Und jetzt guckt euch mal hier schön den Wochenchart an. Und wenn wir das jetzt sehen, dann sehen wir hier unten diese Linie, die wir hier haben, das hier, diese dicke Linie um die, ja, knapp 1,07, 1,066. Schaut mal, das ist ein langfristiger Unterstützungsbereich. Da stehen wir jetzt genau oben auf. So, wir setzen dort auf. Was ist hier drüben in diesem Unterstützungsbereich passiert? Einmal aufgedutzt, hoch. Hier unten ausgetestet, hochgelaufen. Hier sind wir jetzt wieder drauf. Wie schon gesagt, es ist eine Woche. Ja, bitte nicht vergessen, wir sind jetzt hier nicht im 5-Minuten-Chart, wo Rambazamba in ein paar Minuten gemacht wird, sondern wir gucken jetzt hier erstmal für die Basis auf die Woche sozusagen. Und wenn wir sehen, die Woche macht hier momentan eine Umkehrkerze, ja, dann sollten wir doch mal überlegen, okay, was passiert denn hier? Wie ist diese Umkehrkerze verortet? Und ich habe hier mal die Trenderkennung des Tagestrends reingemacht. Und wir sehen hier ein, was ziemlich stark. Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wochen auf dem Weg nach unten. Ohne großartige Pause. Das heißt, das ist eine ziemliche Spannung, die hier aufgebaut wurde. Und irgendwann kommt es dann halt auch mal zu einer Korrektur. Und wenn die Korrektur jetzt hier unten an diesem Support anfängt, wäre das durchaus ein lohnenswerter Bereich für eine mögliche Long-Bewegung. So, und dann gucken wir uns das Ganze nämlich mal auf dem Tagestrend an. Ja, und der Tagestrend an sich, den sehen wir hier. Und hier ist es jetzt wirklich interessant, was passiert hier unten. Ne? Hier unten, das Tief war um die 1,066 hier in diesem Bereich. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier oben reinschwingen, ne? Das heißt, ich mache mal kurz die Zeitrahmenerkennung rein, hier, das hier. Wenn wir jetzt tatsächlich hier oben drüber wegfliegen, über dieses kleine Korrekturhoch bei 1,0738, wenn wir da drüber weggehen, dann ist erstmal dieser Bewegungstrend rausgenommen und dann haben wir durchaus die Chance, oben etwas reinzulaufen. Und zwar haben wir dann noch ein paar Anlaufpunkte hier, die habe ich mal so ein bisschen markiert, knapp die 1,079 bzw. die 1,083. Das ist der Bereich hier immer schön an den Korrekturhochs. Und das nächste, sage ich mal, etwas stärkere Widerstandslevel ist dann natürlich hier dieses Ausbruchslevel. Also dieses Level hier, wo sich mit Blick auf den höheren Zeitrahmen dieser aktuell nach unten laufende Schub, sage ich mal, bestätigt hat und nach unten fortgesetzt hat. So, da ist also einiges da, was man durchaus auf der Uhr haben kann. Und wenn wir tatsächlich die Bestätigung bekommen, noch ist es nicht so weit. Ja, da wird also hier oben diese Marke um 1,07 sehr, sehr interessant. Kommt es hier zum Abprall, können nämlich die kurzfristigen Trader wieder sagen, so what, dann haben wir eine schöne Range, dann machen wir ein bisschen Range Trading. Ja? Also auch hier Platz zum Austoben. Schiebt es aber drüber, dann ist das kein Abprall, sondern ein Bruch. Und dann haben wir durchaus Chancen, dass der Markt mal ein bisschen durchatmet. Und wir sehen es ja auch, der Markt atmet ja auch ab und zu mal ein bisschen durch. Und das könnte dann ein schönes Setup für die Long-Seite sein. Bricht es allerdings gleich wieder unten weg. Das heißt, die Schwäche kommt rein, setzt sich dieser aktuelle Bewegungstrend nach unten fort. Und wie schon gesagt, Kurse unter dem aktuellen Tief hier bei 1,066, die ebnen dann den Weg, wenn der Support hier wirklich gebrochen wird, runter. Und zwar runter auf die Marke von, jetzt muss ich kurz hier kleiner machen, schaut es hier unten, haben wir das nächste Level, was Marktbeachtung hatte, das kommt von hier drüben. Hier sieht man, ist der Markt oft oben reingelaufen und immer wieder nach unten abgeprallt. Also hier der Bereich um die 1,055, der ist relevant. Und wie schon gesagt, wenn wir hier unten durchbrechen, dann haben wir hier, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, hier unten nochmal einen kleinen Anlaufpunkt um die Marke von 1,061 in diesem Bereich.
und das Ganze dann nach unten hin weiter hier in diesen Schwungbereich bei 1,055. Also da ist durchaus einiges zur Unterseite offen, wenn wir brechen, aber momentan müssen wir einfach mal schauen, was wird denn hier aus dieser Umkehrformation an dieser Stelle. Also Euro-Schweizer-Franken hier auch sehr, sehr prädestiniert für eine Gegenbewegung aus dieser dynamischen Abwärtsbewegung heraus am Support. Ja, das in der Währung. Und damit gehen wir hier bei den Handelsideen nochmal in den Rohstoffbereich rein. Und zwar hier gucken wir heute mal als Vertreter in den Brent rein. Wir haben ja gestern auch Zahlen bekommen vom Ölmarkt. Und zwar, ich blicke gerade nochmal auf den Monitor drüben rauf. Wir haben gestern bekommen, übrigens auch sehr, sehr gute ATP-Beschäftigungsindexzahlen, aber die Rohöllagerbestände. Und zwar hatten wir hier einen leicht höheren oder einen höheren Zuwachs, als das Ganze erwartet worden ist. Trotzdem spielt der Markt hier kein Negativszenario, sondern erstmal ein Korrekturszenario. Und dieses Korrekturszenario, das schauen wir uns jetzt mal kurz ein bisschen näher an. Warum? Wir hatten das Ganze ja schon mal besprochen hier. Wenn der Markt hier unten drunter unter die 56,65 fällt, hat er halt Potenzial zur Unterseite weiter zu laufen. Das heißt, dieser Abwärtstrend hier unten, der hat sich sozusagen jetzt etabliert. Er hat sich fortgesetzt nach unten hin. Das Zwischentief haben wir hier gesehen bei 54,42. Und das ist auch wieder der nächste planbare Bereich, wenn sich dieser Trend fortsetzt und wir hier eine Umkehr wieder bekommen. Also wenn, das heißt, wenn wir eine Nachfrageumkehr bekommen von der ansteigenden korrektiven Phase runter wieder in die Bewegungsphase rein, wäre das mal der erste Anlaufpunkt. Und ich hatte es ja auch schon mal gesagt, ähnlich wie im WTI, wenn wir hier diesen Bereich tatsächlich rausnehmen, ebnet sich der Weg in alte Tiefs. Und im Chart vom Brent haben wir hier unten das Jahrestief vom, wann war es gewesen, von Dezember 2018 hier in diesem Bereich. Und da haben wir die Marke von 50,24. Also da ist nach unten noch einiges hin da, aber momentan haben wir einfach die Korrektur am Laufen. Und diese laufende Korrektur ist ja der Tageschart und deswegen gucken wir uns das Bild im Tageschart jetzt einfach mal an auf der Stunde. Mit Blick auf den Tag allerdings noch ein kleiner Hinweis, schaut mal hier, der Bereich um die 58,60, das war ein Bereich, wo der Markt hier den Trend fortgesetzt hat. Das heißt, für die laufende Korrektur, wenn sie wirklich ein ganzes Stück weit tief läuft und zwar deutlich tiefer als 50%, da wäre das ein weiteres Anlauflevel. Hier oben gibt es noch die 59,50, aber das gucken wir uns jetzt gleich mal noch in der Stunde an. Und zwar sehen wir hier, was passiert. Wir sehen es erst einmal hier, die Umkehr ist gestartet. Dieser Abwärtstrend, der hier nach unten lief, der ist rausgenommen worden, als der Markt hier über dieses kleine Zwischenhoch gelaufen ist. Jetzt trenden wir so ein bisschen oben. Und wie schon gesagt, Korrekturausdehnung brauchen wir noch in Bestätigung. Das heißt, wir müssen hier sozusagen über diesen Hochbereich hier drüber laufen. Und wenn wir das tun, haben wir hier gleich relativ nah schon den nächsten Zacken aus diesem Abwärtstrendbereich hier, die Marke von 57,60 als nächster Anlaufpunkt. Der könnte, sollten hier sozusagen Eindeckungsorder von Shorthändlern liegen, durchaus dazu sorgen, dass hier Kaufdynamik reinkommt und dann kommt es schon relativ schnell zur Ansteuerung hier dieses alten Ausbruchsbereich um die Marke von 58,60 beziehungsweise darüber hinaus hier, wenn wir uns diesen Trend noch anschauen, haben wir noch hier ein Korrekturhoch liegen um die Marke von 59,50 und dann hier oben, ja, das wäre dann eine sehr, sehr weite Ausdehnung, aber bei den hohen Volatilitäten geht das nun mal öfter auch in die weite, tiefe Korrektur hinein, das aktuelle Hoch hier bei 60,68 und das ist dann übrigens wieder die Marke, die wir auch sehr, sehr schön im Tageschart sehen hier, das ist dieser Zacken oben rein, das Korrekturhoch, das aktuelle im laufenden Abwärtstrend und je nachdem, wie tief die Korrektur läuft, so wahrscheinlicher wird es, dass hier oben angelaufen werden kann. Also hier schauen wir uns das Ganze mal an. Wie schon gesagt, die Korrektur läuft jetzt in die Mitteltiefe rein und dann schauen wir einfach mal, wie es hier weitergeht. Wie schon gesagt, dreht der Trend aber um auf Stundenbasis, dann wird es wieder interessant, die Unterseite hier zu beleuchten, hier im Brent. So, dann haben wir jetzt noch Fragen. Nein, eine Frage haben wir noch. Auf Facebook auch noch. Guten Morgen, Grüße, freue ich mich, die gebe ich an dieser Stelle auch gerne noch einmal zurück. Also, wir schauen jetzt noch auf das Währungspaar Euro-US-Dollar. Da gucken wir rein. Ich hatte es ja vorhin schon avisiert, der Markt hier unter die wichtige Marke von 1,10 in der Zwischenzeit durchgebrochen. Jetzt muss ich nochmal schnell schauen. Euro-US-Dollar, wo hat denn der sich versteckt? Kurzen Augenblick, da muss ich mal eben hier reingehen. Der ist weg. Gut.
Man sagt an der Börse ja auch immer, es ist nicht weg, es hat ein anderer. Aber in dem Moment ist es wirklich weg. Heißt, ich mache einfach mal kurz einen neuen Chart auf. So, neues Chartfenster. Da haben wir es. Schön groß machen. Und das Ganze jetzt mal auf Tagesbasis. Und dann werden wir uns das Ganze gleich mal anschauen. Wie schon gesagt, ich hatte es ja avisiert, zwischenzeitlich der Markt schon runtergegangen unter die Marke von 1,10. Jetzt wieder etwas oben rauf, ist ganz normales Prozedere. Ich mache mal gleich noch die Trenderkennung hier mit rein. Kurzen Augenblick. So. So, also liebe Traderinnen und Trader, ich hoffe, jeder erkennt hier momentan den laufenden Abwärtstrend. Den hier, ne? Also hier gucken wir uns das Ganze mal an. Hier sehen wir, wie schön der Markt nach unten schwingt. Also, wo sind wir drinne? In Tag, genau. Also hier an dieser Stelle. Schaut's mal. Das ist das Verwirrende, wer sich sowas hier anguckt. Deswegen mache ich es mal rein. Wir hatten hier im großen Bild einen Bruch nach oben, jetzt nach unten. Deswegen ist das alles noch Gegenbewegung. Aber das können wir getrost beiseite wischen, weil für uns ist viel, viel wichtiger, was jetzt hier in diesem Bereich passiert. Und da sehen wir einen Markt, der gekennzeichnet ist von fallenden Hochs und fallenden Tiefs. Das heißt, wir haben hier einen astreinen Abwärtstrend. So. Jetzt sind wir allerdings in diesem astreinen Abwärtstrend mittlerweile in einen Unterstützungsbereich reingelaufen. Das heißt, wir sehen es hier unten, der Markt kam aus einer tiefen Korrektur raus, hat hier oben die Umkehr gemacht, schön nach unten geschoben, hat jetzt hier den Tiefbereich angelaufen und springt jetzt hier erstmal so ein kleines bisschen wieder an. Wenn wir uns den Chart jetzt mal im längeren Bild anschauen, diesen Supportbereich, den wir hier unten haben, der ist schon sehr, sehr wichtig. Bricht er nämlich durch, dann können wir uns unten um die Marke von 1,088 durchaus orientieren. Das heißt, da kriegen wir hier schön den Unterstützungsbereich rein. Eine wichtige Marke, die wir haben, wäre dann auch noch dieser Bereich hier unten, dieser kleine Anlaufzacker. Das wäre sozusagen ein Supportbereich in diesem Level. Und wie schon gesagt, wenn wir hier drunter laufen, wäre das der erste Anlaufpunkt. Und den zweiten Anlaufpunkt, den wir dann haben, wäre hier unten das aktuelle Tief dieser Abwärtsdynamik knapp um die Marke von 1,88. Das ist hier das Low, was wir im September letzten Jahres gehabt haben. Ja, also wir sehen, der Markt ist hier unten sozusagen drauf und dran, immer mal zu testen. Wer sich das Ganze jetzt hier anschaut, der könnte auch wie soll ich sagen, zu dem Entschluss kommen, hier könnte sich auf großer Basis eine SKS entwickeln. Und ich sage euch, ja, das kann durchaus passieren. Wenn wir uns hier mal den Wochenchart anschauen, schaut mal, hier haben wir eine Schulter. Hier haben wir schon den Kopf, hier haben wir astrein eine Nackenlinie. Vielleicht kriegen wir hier noch eine Schulter. So what? Wir werden sehen, wir können es noch nicht wissen, es ist noch nichts ausgebildet, aber interessant ist das schon, ne? Und wenn wir dann mal sehen, was wir nach unten hin aus dieser Schulter heraus an Potenzial haben, da ist noch einiges da. Da könnte es durchaus wieder runter, mal hier Richtung 1,5 gehen. So weit sind wir noch nicht. Im kurzfristigen Bereich müssen wir erstmal schauen, was jetzt hier passiert. Für die Kurzfrist-Trader, die Daytrading machen wollen, hier in diesem Bereich, ist es jetzt interessant, mal zu schauen, was passiert hier in der Stunde. Und da gehen wir mal ganz kurz in die kleinere Zeiteinheit rein. Und da sehen wir schon den Markt nach oben trenden. Das heißt, nach oben trenden heißt Abpreisszenario und wir sehen jetzt hier in diesem Bereich dort das letzte Zwischenhoch. Also hier das kleine Korrekturhoch auf dieser Seite. Und da müssen wir einfach mal ganz genau hinschauen. Das heißt, was passiert hier oben? Und dann wird es nämlich in den kleinen Zeiteinheiten interessant. Wenn wir sehen, dass der Markt hier drüber läuft, über dieses Zwischenhoch, nimmt er ja erstmal diesen letzten Abwärtsschwung raus. Und wenn wir dann ein aufwärtsdynamisches Szenario bekommen, dann wird es Zeit, mal hier in die kleinen Zeiteinheiten reinzugucken. Da müssen wir hier das Ganze mal ein bisschen zusammenraffen. Warum? Da können wir nämlich die Anlaufpunkte nach oben sehen. Das heißt, kurzfristige Anlaufpunkte nach oben. Wenn wir uns mal diesen Trendverlauf hier anschauen, guckt euch das mal an hier, kurzen Augenblick. Ich mache das mal kurz rein. Schaut mal, hier, das ist der wichtige Kursbereich. Und dann können wir uns schön orientieren an den Trendhochs nach oben hin. Je nachdem, wie weit die Korrektur, also die Gegenbewegung des Abpreis läuft, wenn er denn dann tatsächlich kommt, über die 1,1007 raus, haben wir hier die Anlaufmarker. Und die kann man sehr, sehr schön planen zur Oberseite. Muss man einfach schauen, ob der Markt tatsächlich rumdreht, ne? Also hier an dieser Stelle auch, ich gucke mir hier mit Absicht die Stunde an, damit ich nicht in falsche Zeiteinheiten reinrenne und nicht irgendwas überspringe. Ja, das ist halt so, wie die Märkte uns das auch zeigen. Aber wenn wir hier tatsächlich über dieses Hoch laufen, ist die Abwärtsdynamik weg, dann ist der Bewegungsschub auf Tagesbasis gebrochen und die Korrektur im kurzfristigen Bereich, die könnte durchaus hier in die Level reinlaufen. Das zur Oberseite hin passiert das nicht, bleibt der Markt schwach. Und dann haben wir hier eine kleine Range. Und wenn wir tatsächlich unten durchbrechen, das wäre dann das Szenario. Hier erstmal runter,
Richtung der Marke, die wir auf den Tageschart sehen, hier unten, also in die 1094 unten rein. Das bleibt sehr, sehr spannend. Das zum Euro-US-Dollar. So, jetzt gucke ich mir noch in die Fragefelder rein. Fragen sehe ich momentan nicht auf Facebook, auch auf GoToWebinar keine weiteren. Das heißt, an dieser Stelle nochmal der Hinweis. Morgen wieder einschalten. Es ist wichtig. Freitag, neue Handelsideen, 8.30 Uhr, das auf alle Fälle. Nummer 2, den Chartcheck. Wir gucken uns die großen Indizes an. Da knallen die Bullen ja wieder ordentlich durch die Gegend. Da gucken wir rauf. Was machen wir dann? Dann gucken wir im edukativen Part einfach mal auf das Thema Stoppmanagement. Ne? Wie kann man denn im Stoppmanagement so arbeiten, dass das auch nachhaltig für einen funktioniert und man dort nicht hin und her springt? Wie schon gesagt, ich habe jetzt einige Fragen dazu bekommen. Aus diesem Punkt nehme ich das mal mit auf die Agenda hier. Also wen das interessiert, Stoppmanagement ist ja dazu auch da, den Trade laufen lassen und zwar so lange, wie der Trend auch andauert. Das Ganze hier morgen mal ein paar kleine Hinweise dazu. Also einschalten lohnt sich. Auch weiterempfehlen. Bitte, wenn die Freunde auch am Traden sind, lasst sie mit reinschauen. GoToWebinar oder auch auf Tickmill Deutsch, die Webseiten bzw. die Facebook-Seite ist ja da. Und da würde ich mich freuen über Likes, über eine weiter wachsende Community. Kostet kein Geld, lohnt sich aber immer wieder, weil man mit den Blicken in die Märkte tatsächlich auch Kapital verdienen kann. Also, danke für die Zeit heute und dann bis morgen. Alle gute Trades. Tschüss.